Vielen Dank, Frau Morgner-Milke, und vielen Dank, Frau Punt, dass die Selbsthilfe zwar wieder vorm Mittagessen, wenn alle müde sind, aber nach der Kaffeepause drankommt. Ich habe jetzt die freudige Aufgabe, nach der großen Politik und dem Ausflug in die Philosophie, uns ein ganz klein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Das Thema Selbsthilfe als Wegbereiterin für mehr Patientenorientierung ist in der Vorbereitung ein bisschen vielschichtig. Selbsthilfe und was ist das und was ist die Patientenorientierung? Die Patientenorientierung, das unbekannte Wesen, führt für mich jetzt mal einfach ein mit dem Brief von den Herrn Zöller, unserem geschätzten Beauftragten des Bundes für die Belange der Patientinnen und Patienten, der in seinem Grußwort geschrieben hat, das Patientenrechtegesetz wurde geschaffen und darin wurde zum Beispiel verankert, dass die Information des Arztes für den Patienten verständlich sein muss. Also hatten wir bisher, das steht da eigentlich so, keine Verpflichtung und kein Verständnis zwischen Arzt und Patient. Letztlich muss man sagen, ist da ein Stück weit leider Wahrheit dran. Ein bisschen noch kurz zu mir. Ich komme von der NACOS, das ist eine Selbsthilfe-Kontaktstelle auf Bundesebene. Wir erklären auch, wir informieren und wir vermitteln. Wir sind eine Einrichtung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen, eine der 4 anerkannten Organisationen für Patientenvertretung. Die nächsten Folien sind nicht für die Zuhörenden gemeint, sondern für die Nachlesenden. Da beschreibe ich noch einmal, was wir alles tun. Und gehe jetzt noch mal ganz kurz rein in die Frage, was ist Selbsthilfe? Unser Verständnis ist, Herr Edgethorn, daran liegt es auch, dass so viele Menschen draußen im Feld, die noch nicht krank sind, nicht chronisch krank sind, nicht krebserkrankt sind, nicht so wahnsinnig viel von der Selbsthilfe gehört haben. Wir haben natürlich auch nicht das Werbebudget, welches andere Organisationen, die hier präsent oder auch nicht präsent sind, haben. Und in der Tat ist es so, dass bei der Selbsthilfe, egal ob sie im sozialen Bereich sind, wo es um die Frage geht, Missbrauch oder ob es um die Frage geht einer Erkrankung, einer chronischen Erkrankung. Die Menschen, die betroffen sind, finden in die Selbsthilfe. Das stellen wir immer wieder fest, dass eben auch die Informationsportale von großen Selbsthilfeorganisationen sehr wohl sehr intensiv genutzt werden. Und wenn Sie heute eine Erkrankung haben und googeln Rheuma, kommen Sie über kurz oder lang auf die Rheuma-Liga. Es ist eine Selbsthilfeorganisation. Ein paar Zahlen, die einige hier im Raum natürlich kennen, aber ich glaube auch gerade die Studierenden möglicherweise nicht. Wir sprechen von 3,5 Millionen aktiven Bürgerinnen und Bürgern, die sich in der Selbsthilfe engagieren. Wir haben seriöse Zahlen über 70.000 bis 100.000 Selbsthilfegruppen in Deutschland. Diese Gruppenzahl bleibt in aller Regel relativ konstant, weil nicht jeder in einer Selbsthilfegruppe sein Leben lang bleibt, sondern oftmals für eine Phase, in der er diese Unterstützung aus der Gruppe selbst heraus auch braucht. Wir haben für unseren Thesaurus, den wir für die Vermittlung von Selbsthilfe im Internet bereithalten, über 1000 Themen, zu denen die Selbsthilfe aktiv ist, identifiziert. 2/3 aller Selbsthilfeorganisationen befinden sich in dem Bereich der gesundheitlichen Fragen. 1/3 ist im Bereich der psychosozialen und der sozialen Fragen. Die Selbsthilfe, zu der komme ich gleich, wie sie sich so ein bisschen entwickelt hat, mache so einen kleinen Exkurs in die Historie, hat sich in den letzten 40 Jahren sehr stark entwickelt in Deutschland. Wir kannten allerdings schon vorher auch Organisationen und Bewegungen, die wir heute vielleicht Selbsthilfe nennen würden, aber die damals, da gab es diesen Begriff Selbsthilfe in der Form, wie er heute etabliert ist, noch nicht. Es gab traditionelle Organisationen wie in den ersten Jahren von 1885 bis 1950. Das waren das Blaue Kreuz, die Guttempler,
die Invaliden, Schwerhörigen, Sehbehinderten, blinden Menschen und die Kriegsopfer. Wir hatten dann bis 1960 schon die ersten Vereinigungen von großen Volkskrankheiten, von Menschen, die an einer solchen Krankheit erkrankt sind, Diabetes und Multiple Sklerose. Wir hatten dann auch die Überführung der anonymen Alkoholiker von den USA auf Deutschland. Und wir hatten schon erste emanzipatorisch angelegte Organisationen, die für sich bzw. hier in diesem Fall für ihre Kinder mehr Integration wollten, nämlich die Lebenshilfe. In den Jahren darauf entwickelten sich auf der Bundesebene eine ganze Reihe von mehr Organisationen, die jetzt schon ausgeprägt indikationsspezifisch waren. Also Selbsthilfeorganisationen zu mehr Krankheiten als diesen erstgenannten traditionellen oder auch großen Volkskrankheiten, die sich gegründet haben am Ende einer Bewegung, die wir Selbsthilfebewegung nennen, die festgestellt haben, an wie vielen Stellen wir Versorgungslücken haben, an wie vielen Stellen wir Versorgungsmängel haben und man hier das Bedürfnis hatte, sich auf Bundesebene dann auch in Richtung einer Bundespolitik bewegen zu können, um darauf hinzuweisen, dass es diese Mängel gibt. In diese Zeiten sind dann auch Dinge gefallen wie Contagan, also auch eine Interessengemeinschaft von Eltern, die Kinder geboren haben, die eine Contagan-Schädigung hatten. Kind im Krankenhaus, ganz besonderes Problem. Wer älter ist als die Studierenden, hat noch eine Ahnung davon, wie das früher war. AIDS, Interessenvertretung auch gegen Stigmatisierung. Und wir haben in den neueren Jahren können wir feststellen, deswegen ist auch dieser breite Balken mit den doch zunehmenden Gründungen von Bundesvereinigungen, weil wir eine wachsende Ausdifferenzierung haben der Selbsthilfe. Diese Bundesvereinigungen dienen, das habe ich schon gesagt, der besseren Einflussnahme und dem Versuch, sich einzubringen. Ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit. Michael Lukas Möller, der Gründer der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen und auch der NACOS, der Einrichtung auf Bundesebene von der DHGSAG, hat an der Klinik für Psychosomatik gelehrt in Gießen und dort zusammen mit Horst Eberhard Richter sich des Themas der Gruppen angenommen. Von den Gruppen ist es dann in Richtung Selbsthilfegruppen gegangen und hat diese wissenschaftlich untersucht. Das ist aus dem Jahre, ich weiß, es steht hier, glaube ich, auch 78. Wir haben das in der Selbsthilfe das Problem, dass die Selbsthilfe nicht mehr so intensiv erforscht wird. Also wir haben zwar manchmal Dinge, wo wir mitreden dürfen, aber die Forschung in diesem Umfang passiert nicht mehr. Er hat in diesem Buch auch beschrieben, recht populär formuliert, wie die Wirkung der Selbsthilfe ist. Er hat also betont, dass es die Selbstbetroffenheit ist, dass in der Gruppensituation eine Solidarität entsteht und in der Gruppe diese Menschen füreinander Einfühlung, Anerkennung und gegenseitige Anteilnahme leben. Ich bin der Auffassung, das wäre doch schon mal ein Einstieg in die Frage, was könnte Patientenorientierung sein? Er hat in diesem Buch auch geschrieben, also einen Erfahrungsbericht, Jutta. Jutta ist in dem Bereich der psychiatrischen Problematik gelandet, bis hin zu einer geschlossenen Abteilung. Das wird beschrieben in diesem Buch, sehr von ihr halt persönlich benannt. Tablettensucht, Klinikaufenthalt, Alkoholsucht, Selbstverletzung. Dann der Sprung in die Frage, ich nehme Tabletten, ich trinke Alkohol, ich möchte etwas für mich tun. Also die Übernahme von Verantwortung für sich selbst. Und dann der Versuch, in die Selbsthilfe zu gehen, anonyme Alkoholiker, anonyme Neurotiker und dann die Gründung einer eigenen Selbsthilfegruppe. Zu diesen
Erfahrungsberichten kann ich nur immer sagen, dass die wenigsten Menschen in der Tat sich die Zeit nehmen, auch in der Ärzteausbildung, einmal die Erfahrungsberichte von Odysseen von Patientinnen und Patienten durch das System zu lesen. Und wir haben eben in der Frage der Selbsthilfe immer wieder die Problematik, diese Erfahrungsberichte auch verdeutlichen zu müssen, egal wie alt die sind, aber um nochmal zu sagen, aus welcher Zeit die Selbsthilfe kommt, das ist die Zeit der Emanzipation, es ist die Zeit der Frauenbewegung, es ist die Zeit, in der die Ersten wirklich aufmüpfig wurden und sagen, so geht das nicht. Bericht von beispielsweise Frauen-Selbsthilfe nach Krebs, auch 76 gegründet. Ich war beim Arzt, ich habe Brustkrebs und er hat gesagt, dann nehmen wir die ab und die andere auch gleich mit. Dann haben wir das halt hinter uns und dann kommt man nach Hause völlig fertig und dann sagt der Mann, ja, ist ja ganz furchtbar, aber sag mal, wann gibt es denn das Mittagessen? Die Erfahrung im Umgang mit Krankheit zu der Zeit in den 70er, 80er Jahren war noch nicht die, dass man offensichtlich über seine Krankheit sprach, dass man mit dem Arzt darüber sprechen konnte, dass man seine Ängste loswerden konnte. Aus dieser Zusammenarbeit, aus dem sich gegenseitigen Stärken, entwickeln Selbsthilfegruppenmitglieder sie geben sich gegenseitig Informationen, sie können sich austauschen und sie entwickeln das, was wir heute Betroffenenkompetenz nennen. Diese Betroffenenkompetenz der Selbsthilfe ist nicht die professionelle Kompetenz der Ärzte. Die Ärzte sollen das Fachwissen haben zu dem Thema Diagnostik, Indikation, Therapie, Erfordernis, Therapieoptionen. Aber die Patientinnen und Patienten haben über ihre betroffenen Kompetenz Erfahrung in der Bewältigung der Krankheit, in dem Umgang, in dem Entwickeln, in dem Mitbekommen, welche Nebenwirkungen entstehen bei mir, wie reagiert es bei mir, was ist mein Problem in dieser Geschichte. Das heißt, es gilt immer wieder auch hervorzuheben, dass es einen Unterschied gibt zwischen betroffenen Kompetenz und professioneller Behandlerkompetenz. Selbsthilfe wird mittlerweile an manchen Stellen auch missbraucht, indem sozusagen der kleine Arzt mal genutzt wird und sagt, nun erzähl doch jetzt mal, was daran gut ist. Ich glaube, wir sind auch gerufen in der Selbsthilfe, uns das Selbstbewusstsein zu erhalten, dass es bei uns um die Betroffenenkompetenz geht und bei der geht es dann auch ein Stück weit darum zu sagen, nee, zu dem Arzt gehen wir nicht, da ist ganz schlecht, auch das gehört mit dazu, da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Anderer Punkt, der auch der Selbsthilfe immanent ist, die Selbsthilfe befasst sich nicht nur mit dem Thema Krankheit. Es gibt ja schöne Bildchen über die Selbsthilfe, aber es werden in dieser Gesprächssituation alle Belange, die auch betroffen sein können, von der Krankheit mit angesprochen. Wenn ich krank bin, ist nicht nur mein Körper betroffen. Es ist nicht nur die Frage betroffen, dass ich in der Tat eine Therapie brauche. Es ist auch oft mit einer Auswirkung auf die Familie. Es ist mit einer ganz wesentlichen Auswirkung auch auf die berufliche Situation. Das hat dann finanzielle Folgen, es hat Folgen in der Sexualität, es hat Folgen in vielen Fragen, die alle ganzheitlich betrachtet in der Selbsthilfe, indem man sich darüber austauscht, auch betrachtet werden. Das ist die zweite. Die Selbsthilfe hat nicht nur das Ziel, dass man sich darüber austauscht, welche Krankheit man hat, sondern es hilft auch knallhart und wirklich harte Fakten zu erfahren, nämlich zum Beispiel Alternativen zu einer Therapie zu erfahren. Die Diskussionen, die wir haben, ich mache das jetzt mal so an so einem platten Beispiel nochmal fest, die Diskussion darüber, dass es irgendwo auch Ärzte gibt, die sich bemühen, brusterhaltend eine Mama-OP durchzuführen, ist etwas, was auch weitergegeben werden kann, sodass man auch mal nachfragen kann und sagen Sie, muss es immer die ganz harte Methode sein, also dass man sich auch tatsächlich austauschen kann. Und wenn man dieses Wissen hat, kann man auch im Behandlungsgeschehen sich da einbringen. Zweitens erhält man
Tipps für die Bewältigung im Umgang mit der Erkrankung, Tipps auch, wo kriegt man vielleicht welche Förderung, finanzielle Unterstützung. Aber es ist auch gemeinsam Regelungslücken zu erkennen und Vorschläge und Forderungen für eine bessere Unterstützung zu bieten. Das war dann der Punkt, auch an dem deutlich mehr Bundesvereinigungen gegründet worden sind. Die sind ja zwischen 90 und 2000 sehr stark gegründet worden. Nicht, dass es seitdem erst die Selbsthilfe gibt, sondern sie haben sich zu Bundesorganisationen firmiert, um gemeinsam mehr Einfluss ausüben zu können. Die organisierte Selbsthilfe behält ihr Wissen auch nicht für sich, sondern sie gibt das Wissen weiter. Seitdem es das Internet gibt, seit Mitte der 90er Jahre, ist das ja so erstmal relativ in die Bevölkerung hineingekommen. Man muss immer noch mal überlegen, dass das noch gar nicht so lange her ist, aber heute können wir ja ohne Internet alle gar nicht mehr leben. Das führt aber auch dazu, dass das Konsumverhalten zugenommen hat. Also da, wo man sich früher im persönlichen Austausch Informationen holen musste, kann man heute ins Internet gehen und gucken, welche Informationen dazu bestehen, sodass wir auch ganz viel Erfahrungswissen und auch Erfahrungsschätze heute gar nicht mehr erfahren, weil Menschen es einseitig abrufen nur. Wir sind aber der Auffassung, dass informierte Patienten und nur gut informierte und aus vertrauensvoller Quelle informierte Patienten tatsächlich kritisch sein können, konstruktiv kritisch sein können, dass sie sich auch aktiv einbringen können und dass sie auch ergebnisorientiert sich einbringen. Also ich rede hier nicht über diejenigen, die sich in irgendwelchen bunten Blättern Informationen holen, dieses Medikament ist jetzt der Heilsbringer, sondern es geht tatsächlich um den Erfahrungsaustausch, den diese Menschen miteinander gebracht haben. Ja, seit 2004 ist die Selbsthilfe als zwei von vier Playern auch im Bereich der Patientenbeteiligung dabei. Wir sind nicht nur im gemeinsamen Bundesausschuss dabei, die Patientenbeteiligung zieht sich auch auf die Landesebene, in dem Patienten und Patientinnen auch mitberaten bei Zulassung von Ärzten im Rahmen von Ermächtigungen und Sonderbedarf und auch in den entsprechenden weitergehenden Gremien. Wir haben das Problem, Frau Fischer, da ist dann manchmal auch tatsächlich die Bundespolitik immer ein bisschen weit weg, da versuchen wir das immer zu verdeutlichen. Auf dem Lande haben wir natürlich noch ganz andere Situationen in der Versorgung, gerade bei der ärztlichen Versorgung, als in der Stadt. Ich habe kein Wahlrecht, wenn ich nur einen Arzt habe, der dort ist. Habe ich kein Wahlrecht. Das heißt, diese Frage, wie wir das auch gestalten, die Versorgung und die Rechte, die wir auf dem Lande haben, da sind wir dran und das bin ich der Auffassung, ist ein ganz wichtiges weiteres Thema. Jetzt hätte eigentlich dazwischen kommen sollen Rahmenbedingungen. Wir haben Rahmenbedingungen, mit denen wir es heute zu tun haben, die es schon auch erschweren, auch der Selbsthilfe erschweren, aber auch der Versorgungsseite, den Leistungserbringern und den Leistungsträgern, sich um Themen der Versorgung zu kümmern. Wir haben in unserer Gesellschaft eine Zunahme chronischer Krankheiten, degenerativer Krankheiten, psychosomatischer Krankheiten, ganz dickes Problem, psychische Erkrankungen. Wir haben auch mehr Ältere und zum Teil auch eben Pflegebedürftige. Gucken Sie mal, da ist es jetzt dahinter. Wir haben aber in der individuellen Situation, das verschärft im Moment eigentlich das Bemühen oder die Problematik um das Bemühen der Patientenorientierung. Wir haben eine Zunahme an individueller, sozialer und finanzieller Unsicherheit. Wir haben viele Menschen, junge Menschen, die heute deutlich weniger verdienen, als meine Generation verdient hat, als sie angefangen hat nach einem Studium zum Beispiel. Wir haben zugleich eine Abnahme der Auffang- und Bindungskraft im familiären Bereich und in dem Umfeld. Wir haben in der Versorgungssituation eine sehr viel komplizierter werdende, weil differenzierter werdende Diagnostik und wir kennen auch mehr Krankheitsbilder. Das ist in der Tat auch schwierig für Patientinnen und Patienten, sich irgendwo einzuordnen. Also wenn sie heute Krankheiten bekommen, die sie nicht mehr in der Lage sind, also Diagnosen bekommen von Krankheiten, die sie nicht mehr in der Lage sind,
auszusprechen, ist es schon sehr schwierig, auch das nachzuvollziehen. Und wir haben im Gegenzug dazu richtigerweise auch die Weiterentwicklung, Spezialisierung der medizinischen Versorgung. Und wir haben eine ganz schwierige Situation, wenn wir das unter dem Aspekt der Patientenorientierung betrachten, das ist die Ökonomisierung der medizinischen Versorgung. Die Ökonomisierung, die ja nicht nur bei IGEL liegt, sondern die auch darin liegt, dass in Krankenhäusern die Fallzahlen nach oben gehen und dafür die Verweildauer nach unten, dass wir an vielen Stellen die sprechende Medizin nicht mehr bezahlt haben, sondern eben tatsächlich in Modulen, die in anderen andere Sichtweise darstellen. Patientenorientierung. Patientenorientierung, worüber wir hier heute reden wollen, ist für meines Erachtens nicht abschließend definiert, was das meint. Ich kann jetzt auch keine Definition dazu bieten. Ich werde nur ein, zwei Begründungen nehmen von Menschen, die unermüdlich auch immer wieder dafür werben, dass Patientenorientierung auch ins System kommt. Im Moment ist es noch ein Thema zwischen aktiven Patientenvertretern und den Leistungserbringern. Es ist kein wirkliches gesellschaftliches Thema. Dieser Film, der hier abgedreht wurde, konnten Sie sehen, dass eben auch Einzelne nach der Frage, was ist denn Patientenorientierung, wenn Sie die fragen, was ist Kundenorientierung, das ist angekommen. Also das Thema haben wir in der Gesellschaft, Patientenorientierung noch nicht. Und Sie hatten ja gesagt, ich war früher an einem öffentlich-rechtlichen Lehrstuhl und damals hatten wir noch die Reichsversicherungsordnung. Die Kodifizierung ist dann erst in den 80ern erfolgt und unser doch sehr kaiserliches System des SGB oder eben der damaligen Reichsversicherungsordnung, Herr Schmidt-Kehler, gibt nur Ihnen die Aufgabe, Patientenorientierung ins Gesundheitssystem zu bringen. Das Wort Patientenorientierung findet sich nur einmal im SGB V, nämlich bei 65b bei der Frage, dass die UPD das Ziel hat, die Patientenorientierung im Gesundheitswesen zu stärken. Ich bin an Ihrer Seite. Ja, ein paar Zitate. Es gibt einmal die ökonomische Argumentation, mit der versucht wird, die Leistungserbringerseite und auch die Leistungsträgerseite davon zu überzeugen, dass Patientenorientierung ein richtiges System ist. Also man kann Informationen bekommen für die richtigen anamnestischen Zielsetzungen. Man hat die Kontrolle über Behandlungseffekte oder man vermeidet Über- oder Fehlversorgung, eines der größeren Probleme finanzieller Art im Moment. Wir haben die sehr zugehende patientenbezogene Argumentation von Klemperer. Patienten sind krankheitsbedingt, zumeist körperlich, seelisch und je nach Erkrankung auch geistig geschwächt, was ihnen zusätzlich die Wahrnehmung ihrer Interessen und das Austragen von Konflikten erschwert. Herr Edgeton hat ja gesagt, wer hat was, wann, wie gesagt. Wenn Sie diese Frage nochmal bei uns im Dorf, in dem meine Mutter lebt, fragen, würden wir noch etwas andere Antworten bekommen. Da wird sich keiner trauen, irgendwie zu sagen, ich brauche noch eine zweite Information oder ich habe doch dieses oder jenes gelesen. Andere, auch nochmal von Frau Keil, Argumentation, die Odyssee zu vermeiden. Also dass eine Patientenorientierung und wenn man dann mal nachfragt, woher kommen Sie, was können Sie und wohin wollen Sie, kann möglicherweise auch vermeiden, dass immer wieder neue Einweisungen erfolgen müssen und die Betrachtung einer Herzklappe, unabhängig von der Frage, ob da auch noch ein Herzschrittmacher in der Nähe ist und möglicherweise auch noch eine andere Erkrankung, weil man jetzt auch nur noch mal fokussiert auf diesen einen Punkt im Rahmen der zwingend einzuhaltenden engen Führung der Operation und der Therapie, kann es in der Tat dazu dienen, dass man eine zweite Frage beim Patienten, wie geht es Ihnen, was ist eigentlich Ihr Problem, insbesondere bei der Multimorbidität der älteren Menschen. Wir haben auch natürlich die ergebnisorientierte Argumentation, das von mir sehr geliebte Wort Compliance.
heute ein bisschen neu gemacht in Richtung Adhärenz, also wo man dann auch nochmal nachfragt, also nicht nur, ich möchte, dass du tatsächlich die Tabletten nimmst, die ich dir gebe, sondern auch nochmal die Frage, und wie fühlen sie sich dabei? Diese Frage, und das würde ich gerne eben tatsächlich auch diskutieren, beziehungsweise immer weiter diskutieren, das werden wir heute hier nicht zu Ende bringen, aber zu fragen, was ist eigentlich Patientenorientierung, wo wollen wir hin? Alle diese Argumente sind für mich erstmal gut gemeint und auch von den einzelnen Playern auch wirklich ernsthaft gemeint, aber im Allgemeinen müsste man mal sagen, Patientenorientierung sollte in einer modernen, kommunikativ hochentwickelten Gesellschaft eigentlich selbstverständlich sein. Ist es aber nicht, und deshalb bin ich der Auffassung, dass das Thema Patientenorientierung, die Einbeziehung des Patienten, die Wahrnehmung des Patienten als erwachsenen Menschen, so er es dann ist, in die Ausbildung auch von Ärztinnen und Ärzten gehört, wo sie im Moment nicht ist. Ich bin noch mal durch so ein paar Curricula gescreent von einzelnen Hochschulen. Das Thema, wie kommuniziere ich eigentlich das, was ich an Wissen habe mit dem Patienten, ist kein Fach, kein Hauptfach in der Ausbildung der Medizin. Über die Patientenbeteiligung bemühen wir uns, mal mehr oder mal besser, mal schlechter, das Thema Patientenorientierung auch einzubringen. Frau Köster-Steinebach ist ja heute hier auch ein Player da in dem Bereich Qualitätssicherung. Es ist auch schon sehr schwierig, auch nur eine Patientenbefragung durchzukriegen. Das sind dann doch erhebliche Aufwendungen, die da gemacht werden müssen. Wie die Selbsthilfe kann mit einbezogen werden, könnte mit einbezogen werden auf dem Weg zu mehr Patientenorientierung in unserem Gesundheitssystem. Die moderne Selbsthilfebewegung, das habe ich in diesem Mini-Exkurs da mal dargestellt, ist eine Bewegung aus der Zeit der Emanzipationsbewegung. Emanzipation, muss man auch noch mal immer betonen, ist nicht nur abzuwehren, war dann diese Frauenbewegung und anderes. Wer sich mal mit dem Thema Emanzipation und Freiheit befasst, weiß, dass zu Emanzipation nicht nur dazu gehört, dass man tatsächlich auch in die Eigenständigkeit entlassen wird, sondern immer das Gegenstück dazu kommt. Es ist immer eine Medaille mit zwei Seiten, dass ich die Eigenständigkeit auch annehme. Auch da haben wir noch viel zu tun, dass Patientinnen und Patienten das annehmen. Die Emanzipationsbewegung war auch gegen den Gott in Weiß, also von der eminenzbasierten Medizin zu der evidenzbasierten Medizin. Die Welt bewegt sich. Mittlerweile müssen wir aufpassen, dass wir nicht über die Evidenz auch die Patientenorientierung verlieren. Wir haben eine zunehmende Einbeziehung der Selbsthilfe. Die sind dabei, wenn Leitlinien erarbeitet werden, also bis zu S3-Leitlinien, aber auch bei den nationalen Leitlinien, die das RCQ mit erarbeitet. Der Wissenstransfer der Selbsthilfe ist gegeben. Zugegeben könnten wir ein bisschen mehr Hochglanzwerbung gebrauchen. Und so ist ja mein Auftrag gewesen, hier zu sagen, die Selbsthilfe als Wegbereiterin für die Patientenorientierung, ohne dass ich jetzt Antworten geben könnte schon oder geben wollte, was Patientenorientierung ist. Ist aber schon deutlich, dass sich die Entwicklung der Selbsthilfe von der Emanzipationsbewegung in den 70er Jahren sehr stark in eine Partizipationsbewegung begeben hat. Und ich möchte da nur so zwei kleine Beispiele, das gibt es, da könnte man Tausende geben, es lohnt sich alles mal nachzulesen, aber wo eine Selbsthilfegruppe im Rhein-Main-Gebiet informiert darüber, dass sie im Sinne einer Optimierung der Versorgung von Menschen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, also COPD, ein Lungennetzwerk gründet, um mit diesem Netzwerk eine flächendeckende, standortübergreifende und hochqualifizierte Patientenversorgung hinzubekommen.
einschließlich der Möglichkeit, hier auch über Folge- und Nebenerkrankungen wie Diabetes und so weiter berichten zu können und dass Patientinnen und Patienten Rat und Hilfe in diesem Netzwerk finden und dass Krankenhäuser, Ärzte und andere Interesse haben, in dieses Netzwerk mit hineinzugehen. Ich finde, das ist ein Riesenschritt, den die Selbsthilfe da gemacht hat. Oder Schilddrüsengruppe, die beteiligt wurde an der Gründung des Schilddrüsenzentrums in Südhessen und dort in der Tat auch als Informationsgeber dabei steht. Damit will ich inhaltlich schließen, ohne noch sagen zu können, dass wir auf der anderen Seite in der Selbsthilfe dieses Selbstbewusstsein haben. Ohne uns wären wir heute noch nicht da, wo wir sind, in dieser Diskussion um die Patientenorientierung. Klar ist aber auch, dass wir unterbezahlt sind, dass an vielen Stellen in der Tat Selbsthilfegruppenmitglieder rein ehrenamtlich nur mit dem Bedürfnis als Bürger im Bürgerengagement mitteilen wollen, dass es anderen in der Versorgung nicht schlechter geht oder auch besser geht, als es ihnen selber ergangen ist. Ja, so viel jetzt dafür als Input und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.